Also wenn das nicht schön ist, das sieht ja toll aus. Habt euch schön rausgeputzt. Und guck mal, wir haben sogar, naja, Schnee ist es nicht, aber es ist weiß. Wunderbar. Sieht das klasse aus, wie ihr hier steht. Da freue ich mich aber. Das ist Rost. Sehr gut aufgepasst. Das ist Emil. Und das ist Emil. Wunderbar. So, Emil, du bist jetzt im Fernsehen. Wir alle sind im Fernsehen. Na, werden wir noch sehen. So, meine Guten, ich habe mal kurz eine Frage. Ich habe ja mein goldenes Buch. Und da kommen ja all die Sachen rein, was bei euch so klappt und was nicht so klappt. Und es ist ja noch ungefähr ein Monat Zeit, bis ich dann zu jedem von euch nach Hause komme. Ihr könnt noch was dran ändern. Wenn hier drin irgendwie steht, ja, der hört nicht, der ärgert seine Schwester oder sie ist immer zickig, wie es die Mädchen ja meistens sind, dann steht das alles in meinem goldenen Buch. Und ihr habt jetzt noch einen Monat Zeit, da was zu ändern. Und ich denke mal, umso besser das klappt, umso größer werden die Geschenke. So, und jetzt steht ihr alle so schön hier. Habt ihr was für mich vorbereitet? Oh, das ist ja klasse. Okay. Jetzt bist du warm. Freddy? In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Durch den Mehl und Milch hat so mancher Glück eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es backen. Einfach einer Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und dran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Kleck eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honignüsse und Zuckerle? Buttermehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht man mancher Kick eine riesengroße Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Pass und Kneten. Sind die Finger rein, du Schwein? Sind die Plätzchen, die wir schwächen, erstmal auf den Ofen blechen? Warten wir gespannt, verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Glück eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Boah, 4 Strophen. Und ihr kennt die alle auswendig. Die Erzieher müssen ablesen. Ja, wunderbar, Kinder. Habt euch ganz tolle Mühe gegeben. Ich hab schon mal für euch alle zusammen und auch für eure ganzen Kinder, die hier mit euch in der Kita sind, einen großen, ganz, ganz schweren Sack mit Geschenken mitgebracht. Und den übergebe ich mal der Frau Kminikowski, oder wie sagt ihr? Die Kmini bekommt den, genau. Na, der ist schwer, hä? Der ist schwer. Der ist schwer, aber auf jeden Fall. Und den räumt er dann, packt er dann in Ruhe drin das aus oder könnt ihr hier machen? Seid ihr ein bisschen neugierig? Bleibt mal stehen, wir packen den dann gemeinsam. Aber ich zeige mal, wer hier drin ist. Guck mal. Wir haben auch
auch so ein Otter zu Hause? Ich einen Otter. Ach, mein Bruder auch. Guck mal hier, noch was. Hab ich doch gar nicht. Hab ich doch auch. Das aber nicht mit zum Nachhause nehmen, das ist hier für die Kita. Weil wir sehen uns ja alle am 24. Dezember. Vielleicht sehe ich nicht alle, dass ich die Geschenke nur hinlege und muss ganz schnell wieder weg. Aber vielleicht sehe ich doch den einen oder anderen. So, meine Guten, der nächste Kindergarten wartet schon. Wir sehen uns alle wieder, keine Angst. Nehmt euren großen, schweren Sack mit rein, Kmini macht das. Und vielleicht muss sogar noch jemand mit tragen helfen. Und dann viel, viel Spaß, wir sehen uns. Macht's gut, tschüssi.